Hallo, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit. Ich hoffe, du hast ja jetzt auch so ein bisschen angefangen, mal runterzufahren. Ja, ich hatte heute einen stressigen Arbeitstag. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen runterfahren. Bin jetzt nach Hause gekommen, habe mich ein bisschen auf mich selbst besonnen, na, dass man mal so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und jetzt habe ich mir gedacht, mache ich einen Tagesquickie, dann mache ich meine ganzen persönlichen Readings, die heute am Kalender stehen, und dann mache ich heute Abend noch ein Orakel. Ich weiß aber noch nicht, was das ist. Wollen wir mal schauen. Also, meine Lieben, ja, wir schauen immer mal rein. Jetzt geht es natürlich um den Dienstag. Das ist ja dann schon der 30.11., um Himmels Willen. Und da gucken wir mal rein, wie denn da so die Energien sind an dem Tag. Wir gucken natürlich erstmal allgemein, was erwartet uns da so im Allgemeinen an dem Tag. Dann gucken wir mal bei meinem Spezialgebiet, das ist ja die Liebe. Dann schauen wir natürlich mal, wohin mit unserem ganzen Geld, Beruf, Finanzen. Bitten dann noch gemeinsam um eine Botschaft aus der geistigen Welt und ziehen am Ende noch eine schöne Karte aus der. Ja, aus der Happy Box. Die Happy Box ist dran, meine Lieben. Okay, aber bis das soweit ist, würde ich sagen, ja, wir fangen einfach mal an und schauen mal in die allgemeine Energie rein für den schönen Tag. Huch! So, au, da haben wir ja was Tolles. Jetzt schaut euch das mal an. Die war zum zuletzt dran. Der Reiter und der Ring. Ja, positive Dinge, Sachen laufen rund. Ja, hier liegt vielleicht auch so ein Vertrag. Ja, ich schließe einen Vertrag ab morgen. Das passt ja gerade mal ganz gut. Dann sehe ich hier schon, dass das positiv sein wird. Von daher, ja, der Reiter, der steht ja immer für gute Nachrichten. Na, der steht auch für positiven Aufbruch, positiven Ausgang, allgemein für positive Dinge und als Klärungskarte der Ring. Das kann die Partnerschaft sein, das kann natürlich ein Vertrag sein, das kann bedeuten, dass die Sache rund läuft für dich. Also was auch immer du morgen tust oder planst oder was dir widerfährt morgen, ja, da geht einiges, da schaut es schon mal sehr, sehr gut aus. Ja, so, muss ich mal schauen, dass das gerade ist. Ich bin ja so ein. Da habe ich so einen Fimmel einfach. Ich muss immer sehen, dass die Dinge gerade sind. Wenn ich im Wirtshaus bin, was ja momentan auch nicht geht, weil ich bin ja nicht geimpft, und ich sitze da vor einem Bild, das nur so ein bisschen krumm ist, ich kann das nicht sehen. Also da habe ich wirklich hier so eine kleine Meise. Aber gut, jeder hat halt seine eigene Macke. Na? Ja, also auf jeden Fall im Allgemeinen schaut es ja schon mal super gut aus. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir gleich mal weiter. Was gibt's denn da so Schönes in der Liebe? Huch. Ja, heute keine Karte auf dem Teppich. Da schaut's natürlich auch schön aus. Ja, das freut mich natürlich sehr. Der Baum, das ist ja erstmal auch die Karte des Lebens, Karma-Karte, Stabilität, Halbfestigkeit, Wachstum, Bindung. Ja, also hier und als Klärungskarte die Klarheit, die Wunscherfüllung. Also auch am Dienstag, ein Tag, wenn es um den Wunschpartner geht, mal so ein bisschen kleine Fortschritte produzieren, na, dass man sagt, ich nähere mich mal an, auch wenn es nur ein bisschen chatten ist, na, dass man sich ins Gedächtnis ruft, weil der Mann ist ja auch so ein Fauler, der ja, ist jetzt nicht so unbedingt der, der dann ständig wieder schreibt manchmal, na, das ist auch nicht mehr so wie früher. Aber da so ein bisschen Fortschritt sehe ich da in Bezug auf den Wunschpartner, die Wunscherfüllung in Bezug auf das Wachstum. Ja, ja, in der Partnerschaft auch. Hier die Festigkeit, ganz klar, die Wunscherfüllung, die Klarheit, selbst der Stern, dass man da auch in der Beziehung einen schönen Tag hat am Dienstag. Und daher, ja, kann man das auch ruhig mal so liegen lassen. Und ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall mal schlechtere Karten jetzt schon in Bezug auf die Liebe natürlich und auch in Bezug auf die allgemeine Energie, die da schon liegt. Wo ich sage, da geht einiges. Na, da wollen wir mal schauen, was uns da morgen so erwartet. Ach, übrigens, gestern hatte ich hier gelegt, eine gute Nachricht kommt, die kam tatsächlich. Ich habe endlich mein Geld von jemandem bekommen, der mir das schon etwas länger schuldet. Von daher, ja, war das zum Beispiel jetzt heute meine gute Nachricht.
Also, wir schauen aber trotzdem jetzt mal weiter. Finanzen und Beruf. Was gibt's denn da Schönes? Okay, das war dann jetzt die Karte auf dem Teppich. Man soll sich nicht gegen sein Schicksal sträuben. Mein Schicksal ist es, immer die Karte auf dem Teppich zu haben. Das ist halt einfach so. Okay. Dann hebe ich die mal eben auf. Ah, wer kennt es nicht? Jeden Tag das gleiche Spiel. Oh! Okay, so, da haben wir jetzt doppeltes Glück. Also hier das kleine Glück, der Klee, das große Glück, die Sonne, also doppeltes Glück. Und es geht um das Buch. Das Buch, ja, das heißt natürlich auch erstmal, da gibt es ein Geheimnis. Vielleicht weißt du von etwas noch nicht. Vielleicht kommt da morgen Geld rein. Vielleicht gibt es beruflich morgen eine ganz tolle Nachricht. Das Buch ist aber auch Wissen. Na, also Wissen, altes Kapitel, neues Kapitel. Vielleicht kommst du ja vom Kleinen ins große Glück, finanziell, beruflich. Da schaut es natürlich dann auch super aus. Also da haben wir bis jetzt ganz tolle Karten für morgen. Wenn du vielleicht ja, auf eine Gehaltserhöhung hoffst oder auf die Zusage im neuen Job, dann schaut es so aus, dass wir hier wirklich ganz tolle Karten haben. Ja, da kann ja nur was Gutes dabei rauskommen. Mensch, vielleicht baden wir ja morgen alle im Geld. Na, dann machen wir mal eine Riesenparty alle zusammen. Also, schaut sehr schön aus. Und dem aber nicht genug. Wir wollen natürlich jetzt auch noch mal um eine Botschaft aus der geistigen Welt bitten. Dann schauen wir mal, was wir da so kriegen. Okay. So. Okay, da haben wir jetzt die Sense und die zeigt auf die Brücke. So, also die Botschaft aus der geistigen Welt. Ich habe meinen Impuls schon bekommen. Andere Kartenleger sagen ja immer, oh, ich krieg gerade was rein. Und was krieg ich rein? Du sollst dich morgen vielleicht auch mal so ein bisschen damit beschäftigen, Bande oder Verbindungen zu lösen, die dir vielleicht nicht so gut tun. Ja, ein jeder hat in seinem Leben, in seinem Alltag ja immer wieder mit Dingen oder Menschen zu tun, Verbindungen, die einem irgendwo nicht gut tun. Ja, wo man immer denkt, irgendwie mache ich das überhaupt nicht gern, das nervt mich, ich mache es halt irgendwie, weil ich es die ganze Zeit schon mache. Ja, aber da am Dienstag auch mal ein Tag, wo man sagt, okay, jetzt setze ich mich mal hin. Was nervt und stresst mich? Was bringt mich so ein bisschen in die Unruhe am Tag oder immer mal wieder? Und mit welcher Verbindung hat das zu tun? Hat das mit einer Verbindung zu einem anderen Menschen zu tun? Hat das mit einer Verbindung zu dem, was ich sonst so tue, zu tun? Was ist es genau, was mich nervt? Und dann darfst du diese Bande, diese Verbindungen auch trennen. Es ist dein Leben, dein Sein. Du musst für dich selbst einstehen. Es geht um deinen Selbstwert. Ja, es geht auch um die Selbstliebe. Und es ist auch völlig okay, wenn du deinen Weg gehst oder deinen Weg auch änderst, so wie es dir passt, ja, und die damit nicht zurechtkommen, ja, das sind ja dann meistens dann auch die, die davon von dir profitiert haben. Ja, denen wird es natürlich nicht passen, ist klar, aber ganz wichtig bist als allererstes immer, immer du im Leben, dass du sagst, was will ich, wo bin ich, was passt mir, was passt mir nicht, wieso passt es mir nicht, was ist das ganz genau, kann ich es abstellen, ja, stell es ab. Ganz einfach. Es klingt so einfach, ne? Ist aber manchmal ein bisschen schwierig auch. Ja, wenn ich es gerade sage, seht ihr mal, der Umbruch, die Wandlung liegt ja auch schon an der Unterseite des Decks. Etwas anders machen, beziehe ich jetzt auch auf die Botschaft aus der geistigen Welt. Und ansonsten haben wir ja bis jetzt ganz tolle Karten. Ach, wisst ihr was noch ganz Tolles, bevor ich die Karte aus der Heavybox ziehe? Ihr seid ja verrückt. Ich habe mir ja zu meinem Geburtstag am 4.12. gewünscht, dass wir die 6.000 Abonnenten knacken. Und da fehlen ja jetzt auf einmal nur noch 75 Abonnenten. Das ist Wahnsinn. Und auch mein Tagesquickie von gestern hat schon fast 2.000 Klicks. Der Tagesquickie hat immer so in der Regel 600, 700 Aufrufe am Tag, ist auch völlig in Ordnung, ist ja nicht jedermanns Sache. Aber der Tagesquickie von gestern, 1.830 Klicks, das ist ja verrückt. Und wir haben ja auch schon wieder jede Menge Abonnenten dazu bekommen. Also,
75 Abonnenten, nee, 65 Abonnenten brauchen wir noch bis zum 4. Dezember. Ich bin wild entschlossen und ich glaube ganz fest an euch, dass wir das schaffen, dass wir an meinem Geburtstag die 6000 knacken und feiern. Ja, ach so, genau, die Karte aus der Happy Box. Das machen wir jetzt natürlich noch. Da holen wir uns noch den Impuls ab, was denn da so Schönes kommt. Die kam danach. Wir wollen mal gucken. Am Dienstag ist ein guter Tag, um einfacher zu leben. Ja, sag ich's denn nicht gerade? Zieh die Bremse, beende das immer mehr und immer schneller. Frag dich heute, ob es mit weniger auch geht und ob du in mageren Jahren nicht entspannter warst. Dann kehr um, lebe Substanz statt Glanz. So wird aus dem Muss mehr Muße. Also, das heißt ja auf Deutsch nichts anderes wie: Schaltet mal einen Gang zurück. Ich weiß, es ist gerade sowieso eine furchtbare Zeit. Es nervt von vorn bis hinten. Ominochrom-Varianten, Delta, Corona, Impfung, Booster, Impfpflichtzeugs, nervig, sein Vater hoch 10. Also ich empfinde das auf jeden Fall so. Ich kann es nicht mehr hören. Und das ist auch sowas aus der geistigen Welt hier. Wo ich jetzt zum Beispiel schon vor ein paar Tagen gesagt habe, ich habe genug, will nichts mehr hören. Ich gehe jetzt jeden Tag auf der Arbeit Keller, test mich, gehe hoch, ist okay für mich, passt, muss auch sein. Aber dieses ganze Fernsehen, Nachrichten, Radio, man wird ja nur noch zugisch mit dem ganzen Zeug. Habe ich mir jetzt gesagt, ich schalte das jetzt ab, ich schalte es aus, ich will nichts mehr davon hören. Ich will jetzt mal wieder bei mir sein. Ich will mich nicht aus der Mitte bringen lassen. Und daher habe ich das da zum Beispiel weggegeben. Das ist ja so eine Verbindung, die ich jetzt getrennt habe. Ja, also fragt mich bitte nicht, was man dann aktuell darf und was nicht und mit wie viel Gs man irgendwo hin darf oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Interessiert mich nicht mehr. Ich gehe auf meine Arbeit. Ich gehe auf die Ranch. Ich gehe in meinen Supermarkt und dann bin ich zu Hause und mache meine persönlichen Readings. Es ist momentan auch viel los. Das freut mich natürlich sehr, wenn ich jemandem helfen kann, für jemanden da sein kann. Das gibt mir sehr viel. Das ist die Seite, wo ich sage, okay, da kann ich wachsen, da kann ich mich dran aufbauen. Das gibt mir viel, wenn ich jemandem viel gebe und da kommt Dankbarkeit zurück. Das ist so meine Ecke, in die ich mich jetzt auch so ein bisschen vermehrt zurückziehe. Na? Ja, so, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, wie immer, ich würde mich freuen, wenn du es mit mir machst. Entschuldigung. Wenn du es mir mit einem Daumen hoch zeigst, würde mich freuen. Und natürlich auch in die Kommentare schreibst, wie du es gefunden hast. Vielleicht bist du unterwegs auch auf einer Reise in etwas Schöneres. Dann schreibst du natürlich gerne in die Kommentare rein. Und ja, nicht vergessen, mein Geburtstagswunsch. Wenn du noch kein Abonnent bist, sind ja noch viele Zuschauer, dann abonnier den Kanal. Sei Teil der schönen Angel Readings Community. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Und bis dahin, bleibt stark, nicht umfallen, seid lieb zueinander. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Arrivederci!